Ja, das neue Jahr steht schon fast in den Startlöchern, aber die Silvestervorfreude, die wird mancherorts getrübt durch die Sorge vor erneuten Ausschreitungen. In Berlin hört man es jetzt schon an jeder Ecke knallen und die Polizei musste auch bereits ausrücken wegen Böllerwürfen auf Passanten. Mehr als 4.500 Polizisten sind in der Hauptstadt heute im Einsatz. Hinzu kommen 1.500 Rettungskräfte. Das ist das größte Aufgebot an Polizei, was man in Berlin in so einer Silvesternacht in der Geschichte jemals gesehen hat. Polizei und Feuerwehr als Zielscheibe für Raketen und Böller. Jugendliche Chaoten und Krawallmacher machten die letzte Silvesternacht in der Hauptstadt zum Spießrutenlaufen für die Sicherheitskräfte. Der materielle, aber auch der Imageschaden für Berlin waren gewaltig. Diesmal will die Polizei mit einem Riesenaufgebot von mehr als 4.500 Sicherheitskräften, Hubschraubern und Sprengstoffspürhunden besser gerüstet sein. Speziell ausgebildete Super-Recognizer sollen bereits im Vorfeld Personen, die als potenzielle Krawallmacher bekannt sind, identifizieren und aus dem Verkehr ziehen. Es waren auch vor Illusionen. Natürlich wird es nicht friedlich werden. Diejenigen, die bereit sind, Gewalt anzuwenden, werden dies zumindest versuchen. Aber die Polizei ist entschlossen, das auch zu unterbinden. Zusätzlich gibt es an den Krawall-Hotspots des Vorjahres großflächige Böllerverbotszonen. Eine für den späten Silvesterabend in Neukölln angemeldete pro-palästinensische Demonstration hat die Polizei untersagt, um Eskalationen zu verhindern. Wer sich trotzdem über alle Verbote hinwegsetzt und das Leben von Einsatz- und Sicherheitskräften gefährdet, riskiert gesalzene Strafen. Da drohen durchaus Haftstrafen bis zu 5 Jahren oder in minderschweren Fall eine Geldstrafe. Aber wie gesagt, wir reden da nicht mehr über Bußgelder oder so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, sondern das sind echte Straftatbestände und die werden auch geahndet. Und dieses Jahr wird man auch sehr schnell ahnden. Neben Berlin gibt es aber auch in anderen Städten wie hier in Köln verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Vor allem nach den Hinweisen auf mögliche islamistische Anschlagspläne auf den Kölner Dom bleibt die Kathedrale für Touristen bis auf Weiteres geschlossen, patrouillieren Polizisten mit Schutzwesten und Maschinenpistolen in der Altstadt. Wir haben nach den Warnungen und nach den Gefahrenhinweisen, die wir bekommen haben, die Lagebewertung für die Silvesternacht noch einmal intensiv betrachtet und auch modifiziert. Ziel sei ein friedlicher Jahreswechsel für alle. Nach Polizeiangaben sollen die Sicherheitsvorkehrungen aber auch in der Woche nach Silvester fortgeführt werden. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.